Ja, die sieben Esel hier auf dem Sonnenhausplatz mussten schon einiges mitmachen. Erst wurden ihnen die Schwänze abgebrochen und im Moment müssen sie mit der Tatsache klarkommen, dass man sie kaum sieht. Der Grund? Der neue Weihnachtsmarkt. Die großen Weihnachtsbuden wurden extra dafür gebaut. Und sie sorgen schon jetzt für Diskussionen. Passt der Weihnachtsmarkt in dieser Form auf den neuen Sonnenhausplatz oder will man im nächsten Jahr einige Dinge anders machen? Darüber wollen Stadt- und Citymanagement noch sprechen. Die meisten Mönchengladbacher Bürger allerdings sind mit den Weihnachtsbuden zufrieden. Und sie können auch damit leben, dass man die Esel im Moment eben nicht so gut sieht. Wenn man so ein bisschen reingeht, dann sieht man die Esel ja. Also ich meine, für die 3-4 Wochen finde ich das nicht wirklich tragisch, oder? Ja, man muss ein bisschen näher rangehen. Ich meine, wir sind ja, wo sie stehen. Tja, ist an für sich traurig, wie die jetzt stehen, oder? Versteckt hin, versteckt her. Ich denke, Weihnachtsmarkt ist Weihnachtsmarkt. Ne? Also die Esel habe ich 11 Monate im Jahr und kann sie hier ganz gut gucken. Von daher denke ich, ist das nicht so tragisch, oder? Es stört mich nicht, dass man sie nicht sieht, weil ich muss sie nicht unbedingt sehen. Also mich stört es nicht. Es ist jetzt Weihnachtszeit, keine Eselszeit. Aber nicht nur die Esel werden im Moment nicht so gut gesehen. Ein ähnliches Problem hat die Kaiser-Friedrich-Halle. Denn Werbebanner, Straßenschilder und Bäume versperren teilweise den Blick. Der Planungs- und Bauausschuss der Stadt will sich nun dafür einsetzen, dass diese sogenannte Sichtachse wiederhergestellt wird. Der Antrag dafür kam von der FDP. Viele Bürger finden die Idee gut. Es stehen doch schon noch ein paar Bäume im Weg, um die komplett zu sehen. Jetzt sind die Bäume ohne Blätter. Wenn die Blätter mal draufkommen, kann man gar nichts mehr sehen. Ja, weil der Blick gar nicht mehr so schön, da kann man das ganze Gebäude nicht mehr richtig begucken. Wenn die Bäume weg sollten, was soll das? Wir haben so wenig Grün in der Stadt. Grün, grün. Das Schild da würde mich stören. Das ist doch kein schönes Bild mit dem riesigen Plakat davor. Entschuldigung, haben wir nichts anderes? Keine anderen Themen, die obern die Politiker. So viel Leid in der Welt, überall, alles Mögliche. Und dann so ein Killefitz. Das ist in meinen Augen Killefitz. Und ein weiteres Wahrzeichen unserer Stadt liegt ziemlich versteckt. Denn auch das Museum Abteiberg ist kaum sichtbar. Vor allem von der Hindenburgstraße aus kann man es gar nicht sehen. Ändern würde sich das, wenn zum Beispiel das Hotel Oberstadt hier nicht mehr stehen würde. Auch das ist ein Thema, das im Moment von der Stadt diskutiert wird.